Hallo und herzlich willkommen in Premierensendung hier bei uns auf Krone TV, die dritte Liga. Dazu habe ich mir gleich einen ganz prominenten, fachkundigen Mann hier eingeladen zu mir im Studio. Danke für die schöne Ankündigung. Der Chef von Krone TV, Entschuldigung, muss ich doch, oder? Fußballaffin. Wenn ich nicht so bleich wäre zurzeit, würde ich rot werden. Okay. Mein Teil eher annehmen, ne? Ja, genau, würde ich Farbe wechseln. Warum wir das jetzt hier machen, die Leute da draußen, sie sind schon ganz gespannt, sie wollen schon alles wissen, wie das bei uns wird, wie das auf Krone TV wird, wie die dritte Liga wird. Max, du kannst uns sicher einiges dazu sagen und die Neugierde bei den Leuten da draußen ja ein bisschen wieder besänftigen und zufriedenstellen. Aufregend wird es werden. Es gibt 3 Sendungen pro Woche, mit denen wir die Fans der dritten Liga hoffentlich von den Sesseln reißen werden. Es gibt ein Live-Spiel pro Woche, erstmals überhaupt, glaube ich, gab es noch nie in der Regionalliga Ost, jede Woche ein Live-Spiel im TV, nämlich auf Krone TV. Und auch auf Krone AT wird es das zu sehen geben. Also wirklich schon eine Adelung der Liga. Und wir werden natürlich alle Spiele live produzieren. Die gibt es dann auch auf Fan.at wird es sie zu sehen geben. Erst in der ersten Runde werden wir noch uns anschauen, welche Live-Spiele wir alle zeigen. Aber ab dann wird es alle Live-Spiele immer regelmäßig geben. Und am Montag natürlich deine gewohnte Sendung, aber die jetzt bei uns stattfindet. Auf die dürfen wir uns natürlich freuen, weil da gibt es dann wirklich die Zusammenfassungen der 8 Spiele, die es gegeben hat in der Runde. Das Tor der Runde, das Team der Runde. Ja, und am Donnerstag wird es natürlich auch eine Sendung geben, die wird ein bisschen ausgeweitet auf 50 Minuten. Die Montagssendung auch schon. Natürlich auch schon auf 50 Minuten. Wir wollen ja so viel wie möglich unterbringen in unsere Sendungen. Tore am Montag und am Donnerstag hast ja du ein paar Ideen. Am Donnerstag habe ich dann noch ein paar Ideen. Ja, wir haben natürlich dann die Auflösung des Tor der Runde. Wir haben Gäste hier bei mir, so wie du jetzt bist im Studio. Und wir werden uns noch etliches anderes einfallen lassen. Vielleicht so ein paar Spielchen wieder mit ein paar Spieler oder Funktionären oder Fans der Ostliga, der dritten Liga, wie es ja jetzt heißt bei uns. Also man darf wirklich gespannt sein. Erstes Spiel, darf man schon verraten, wo es hingeht, die Reise, das Live-Spiel? Ich weiß, dass es Wiener Neustadt gegen Wiener Sportclub sein wird und freue mich sehr, sehr drauf, weil ich ja ein großer Sportclub-Fan Zeit meines Lebens bin. Mein Bruder hat früher dort gespielt, Bundesliga gespielt, heroische Siege sogar gegen die Wiener Austria im Cup gefeiert. Also ich habe schöne Erinnerungen an den Sportclub. Aber man sieht, du bist ein richtiger Experte. Ja, für den Sportclub. Und dann ist es aber relativ schnell wieder vorbei. Das heißt, bei den Sportclub-Spielen lade ich dich dann ins Studio ein, du kannst uns da was sagen. Ich muss trotzdem zugeben, ich bin erst jetzt wieder daran, mich in diese dritte Liga einzuarbeiten. Ich habe das jetzt ein paar Jahre viel zu wenig verfolgt, sträflich wenig verfolgt. Ja. Gelbe Karte habe ich jetzt leider nicht einstellen. Ja, die würde mir aber durchaus gebühren. Bin jetzt dran, mich wieder einzuarbeiten, habe aber auch als Journalist begonnen, Wiener Liga, dritte Liga. Das war schon was ganz Besonderes, wenn man als junger Journalist ein Drittligaspiel mal machen durfte. Wiener Liga war so das tägliche Brot und ja, freue mich schon wieder, dass wir jetzt auf Fußballplätze kommen, die ich schon viele Jahre nicht mehr gesehen habe. Wiener Neustadt gegen den Wiener Sportclub ist unser Live-Spiel in der 17. Runde, also in der zweiten Frühjahrsrunde eigentlich schon, weil die erste haben wir ja schon gespielt im Herbst. Die Fans können sich also auf ein Live-Spiel freuen, die Fans können sich auf Livestreams freuen, auf Krone.at, auf Krone.tv, auf Fan.at, das heißt, es wird auf Facebook, überall werden wir das ausspielen, das heißt, man kann ja eigentlich gar nicht vorbeischauen, oder? Man kann nicht vorbeischauen, das können wir auch ein kleines Geheimnis lüften, nämlich unser Star-Co-Kommentator ist uns ja ausgefallen, der Andreas Ogris, den hättest du ja fast gewonnen für dieses erste Spiel. Jetzt musst du uns aber erzählen, warum er nicht dabei sein kann. Ja, wie wir wissen, er muss tanzen. Er muss üben, er muss tanzen. Er hat eine neue Choreografie einzuüben in diesem ganzen Tanz, was ich gehört habe. Er ist fleißig dabei, also er ist wirklich mit Leib und Seele dabei. Ich würde ihn so gern sehen beim Tanzen drinnen. Es gibt ja auf Instagram immer wieder ein paar Fotos. Der Ogris ist ja nicht mehr in allerbester körperlicher Verfassung. Ja. Viel besser. Aber jetzt geht es ihm viel besser und man sieht diese Fotos. Und er ist richtig, also... Nein, also er hat auch schon Lob bekommen. Von höherer Stelle habe ich gehört, also er stellt sich da schon sehr gut an. Vielleicht also, nicht so gut wie mit dem Ball, aber... Ich habe noch nie in meinem Leben bei Dancing Stars angerufen für irgendjemanden, aber diesmal ist es wirklich, für einen Andy Ogris anzurufen, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich habe heute mit ihm telefoniert und habe ihm das Gleiche gesagt, ich werde natürlich anrufen für ihn. Er war ja mein Trainer, früher bei der Wiener Austria, und er hat gesagt, wenn das alle machen, die mir das versprochen haben, habe ich gesagt, wirst du dann gewinnen oder kommst weit? Habe ich gesagt, dann kommt er weit. Also so viel zu Andy Ogris. Wer unser Co-Kommentator ist, das steht noch nicht ganz fest, aber es könnte vielleicht einer werden, der mal Wiener Sportclub-Trainer war.
Ja, da überforderst mich jetzt völlig, weil da gibt es viele. Ich hätte gesagt Helmut Herbert, aber den wirst du nicht mal mehr kennen. Den kenne ich vom Namen her noch. Ja, Helmut Herbert war mein legendärster Sportclub-Coach, weil er auch so ein guter Fliegenfischer war. Und ich von meinem Vater immer Fliegenfischer-Geschichten über den Helmut Herbert zu hören bekomme. Und der ist für mich aber eigentlich ein Fußballtrainer. Also so unterscheiden sich dann wieder die Geister. Aber Helmut Herbert, leider schon verstorben, der kann es nicht sein. Aber bei dem wärst du eher beim Fliegenfischen gewesen. Wahrscheinlich hätte ich mit dem viel zu plaudern gehabt, ja. Und eher beim Fischen als beim Fußball wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, ja. wobei mich auch dort nicht besonders gut auskenne. Aber wurscht, fangen muss man was, ne? Fangen muss man was, ja. Max, wann finden die Sendungen statt? Donnerstag 19.30 Uhr? Donnerstag 19.30 Uhr, Freitag 19.30 Uhr und, so viel haben wir uns einfallen lassen, Montag auch 19.30 Uhr. Montag 19.30 Uhr, also Donnerstag 19.30 Uhr, Freitag 19.30 Uhr, merke mir sogar ich. Gut. Die Spiele natürlich jetzt noch im Frühjahr der alten Saison, kann man sagen, jetzt noch unterschiedliche Zeit, weil hin und wieder gibt es ein Länderspiel, dann muss man ja um 18.45 spielen und so. Also die werden wir zeitgerecht noch bekannt geben, die Zeiten. Genau, aber da kann man uns einfach auf Facebook folgen, genau. Der dritten Liga, und dann ist man eigentlich eh immer am Ball, dann weiß man, wann beginnen die Übertragungen, wo kann ich was sehen, so ist mein Verein diesmal live dran oder wer ist dran, ja? mit dem TV-Spiel, oder muss ich ihn mir dann im Livestream im Internet anschauen und ihn dort verfolgen. Also da ist ganz gut, wenn man uns folgt, ja? Da wird man immer alle Infos bekommen. Also wir haben jetzt Facebook, wir haben Krone TV, wir haben Krone AT, was fehlt noch? Die Weltherrschaft, die fehlt noch. Die was und die Kronenzeitung. Kronenzeitung ist natürlich auch dabei. Männer, über die man spricht, wirst du es wahrscheinlich meinen. Hoffentlich, ja, wird man wieder diese Rubrik aufnehmen, Männer, ja. Über die man spricht. Die Kronenzeitung wird natürlich auch, so wie gehabt, auch über die dritte Liga informieren, die besten Geschichten schreiben, am Wochenende natürlich auch eventuell mit Fotos und Geschichten, und wird uns da natürlich auch unterstützen. Also auch in diesem Medium kommt keiner an uns vorbei. Und du wirst auch immer wieder Kronenzeitung Redakteure da zu Gast haben, genau. Die Geschichten geschrieben haben, dann lernt man die auch einmal kennen. So ist es. Und die haben ja dann meistens auch einige Schmankerl noch zu berichten, die sie in der Zeitung vielleicht noch nicht verraten haben. Genau. Gibt es jetzt einen Schmankerl noch von dir? Nein, wir hören jetzt auf, ja. Wir wollen die Leute nicht allzu lang belästigen, wir müssen uns noch Geheimnisse aufheben für die ersten Sendungen, würde ich sagen. Genau. Aber ich kann da schon sagen, wer da kommt, wenn du willst. Bitte. Ja. Hans Klär, der Meistertrainer. Hansi Klär, großer Edeltechniker gewesen. Ja. Der wird kommen und wird uns einmal so einen Überblick geben, Transfers, wie die Mannschaften drauf sind, seine Analyse, wie die Meisterschaft ausgehen wird. Muss ich mir unbedingt anschauen, weil dann kann ich auch schon ein bisschen mehr mitreden machen. Ja. Also da ist ein echter Experte, Meistergeber mit dem FAC, bei Horn, Halbmeister geworden, Mauerwerk, Vizemeister geworden, also, und jetzt in Horn in der zweiten Liga tätig. Also ein Kaliber, kann man sagen. Ein Name, der für Erfolg steht. Genau, in der dritten Liga. Ja, das war's jetzt von uns beiden hier im Studio. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Das neue Logo sehen Sie natürlich auch im Hintergrund von der dritten Liga. Von uns war es das jetzt einmal aus dem Krone TV-Studio. Ich sage danke fürs Einschalten. Morgen gibt es dann das nächste Video auf Facebook. Wer da mein Gast ist, das müssen Sie sich natürlich anschauen. Donnerstag dann die erste Sendung, 19.30 Uhr. Krone TV, Hans Klär zu Gast bei mir im Studio. Ich sage danke, Max. Danke, Marco. Kommen. Und ich sage bei Ihnen danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf Wiedersehen. Baba.